Willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Projekt von mir, von XCD92X. Und zwar geht es um The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ja, ein neues Projekt von mir. Ich habe es kurz angetestet, kurz mal gucken, wie das ist mit Grafik und sonst was. Ich hoffe, ich kann es gut spielen. Ja, der Sound ist ein bisschen leise. Und ich kann ihn nicht höher stellen, das ist etwas lustig. Ich habe mein Mikro jetzt schon runtergeschraubt, wie geht nicht mehr, aber naja, mal gucken. Wir werden es einfach mal testen und machen natürlich ein neues Spiel. Ich habe es heute erst bekommen, weil heute ist ja auch erst das offizielle Release. Und ja, ich verspreche mir eigentlich relativ viel von dem Spiel. Ich hoffe, ich kann es anständig spielen. Das wird sich dann im Laufe der Zeit irgendwie herausstellen. Keine Spoiler bitte, obwohl es wahrscheinlich noch nicht allzu viel Spoiler zu dem Spiel gibt. Bethesda Software Presents. Ich spiele das Ganze übrigens mit dem Xbox-Controller für den PC. Und ich werde es in Third Person spielen. Ja. The Elder Scrolls 5. Skyrim. Also ich werde es halt so wie ähnlich wie Gothic spielen und nicht wie Oblivion in First Person. Hat mehrere Gründe. Also wenn ihr euch beschweren wollt, beschwert euch, guckt euch irgendwo ein anderes Let's Play an. Ich guck's in der, ich spiel's halt nicht so wie Oblivion, sondern in der dritten Hey, Person. ihr da. Endlich seid ihr wach. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. Im Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da. Ihr und ich. Wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die. Ruhe da hinten! Und was stimmt mit dem nicht, Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden, aber Sovngarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nord seinem Zuhause gelten sollten. Rolfstadt. Ich komme aus Rolfstadt. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Schau. Macha. Dibella, Kynaret, Akatosh. Ihr Göttlichen. Bitte helft mir. Seht nur. General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Das ist Helgen. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Wiloth immer noch seinen Wacholderbeeren braut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Oh! Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, die. Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Einer nach dem anderen. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Wind.
Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Ralof von Flusswald. Lokir von Rorikstad. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht umbringen. Oh je. Will sonst noch jemand fliehen? Vollidiot. Wartet, ihr da, tretet vor. Wer seid ihr? Ach, und so kommen wir also zum... Ah, interessant. So kommen wir also... Oh. Okay, gehen wir dir erstmal durch. Akoni, Reptilienwesen, heimtückisches Sumpfgebiet, Schwarzmensch, Widerstand gegen Krankheiten, unter Wasser atmen, Gesundheit schnell regenerieren. Schaffst du nicht verständlich, Zauber konstruieren sich selbst und einfach betonen, Hof... Scharfsinn, das ist schon mal nicht... Ich möchte in diesem Spiel versuchen, ein Magier zu werden. Kann ich schon mal so sagen. Also das ist schon mal nicht schlecht. Scharfsinn, das Verständnis der Zauberkünste. Und sie können Zauber absorbieren. Und Widerstand gegen Menü. Okay, gucken wir mal Dunkelelf. Dunkelelf, bemerkenswert Schleif und Schleich und große magische Kräfte. Widerstand gegen Feuer und können... mit Feuer zu umgeben. Ich befürchte, dass das mein PC nicht aushält, sich mit Feuer zu umgeben. Die in ihrer Heimat der Sonat-Insel, auch unter dem Namen Altmeer bekannten Hochelfen, sind das begabteste Volk in der arkanen Künsten. Sie benutzen ihre Kraft der Hochgeborenen, um Magicard schnell zu generieren. Moment. Arkane Künste auch nicht schlecht. Also bis jetzt Bretone oder Hochelf. Kaiserlich. Händlerwiesen, Kampfkunst und Magie. Wo immer Goldblitze zu finden, finden die Angehörige des Kaiservolks stets ein paar mehr als alle anderen. Aha, das heißt mehr Geld. Mit der Kraftstimme des Kaisers beruhigen sie einfach. Das ist scheiße. Khajiit. Schnell. Dunkelheit. Klauenangriffe. Nein. Nord. Stark, zäh, kälteunempfindlich. Nein. 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 Und nein. Jetzt müssen wir uns entscheiden, was wir sein wollen. Also entweder ein Bretone, scharfsinniges Verständnis, Zauberkunst, geringerer, Drachenhaut, um Zauber zu absorbieren. Widerstand gegen Magie. Das, nein. Hochelf. Magic hat schnell zu regenerieren, ist natürlich auch was Schönes. In Arkankünsten. Ich glaube, wir machen uns einen Hochelfen. Ja, wir machen uns einen Hochelfen. So. Geschlecht. Männlich oder weiblich? Ich glaub, ja, wir nehmen uns männlichen. Oh mein Gott. Ach, wir können das selbst entscheiden. Der kann eine anständige Hautfarbe. Gewicht. Achso, Gottes. Gesichtsfarbe. Oh, Alter, du siehst echt. Ich seh, es verändert sich ja kaum was hier. Alter, ich finde die hässlich, ne? Schluss damit. Was war noch kaiserlich, ne? Mit der Kraft... Nee, das ist scheiße. Ey, Leute, ich schwöre mir, ich mache eine Frau, Alter. Das geht ja gar nicht klar. Ich mache meine Magierin. Aber Hochelfen sind... Pöhlen eigentlich nur hoch... Wie sehen denn Hochelfinnen aus? Sieht nicht besser aus. Mal Hautfarbe. Es wird also immer dunkler, oder was? Okay, versuchen wir es einfach mal. Alter, das geht ja gar nicht. Wo sind Augen?
Alter! Was mich nützen? Da wäre Arkan. Oh Gott. Oh mein Herr. Augen bereit. Da sehe ich keinen Unterschied. Lidfarbe. Aha. Oh je. Sieht schon ein bisschen scary aus, Mädel. Okay. Gucken wir also jetzt ihren Kopf. Das nennt sich bei euch Kriegsbemalung. Bei mir nennt sich das Kindergarten. Aha. Oh je. Das sieht doch eigentlich ganz lustig aus. Jo, finde ich gut. Farbe der Bemalung. So. Narben muss nicht sein. Schmutzfarbe? Ne, wir machen ohne Schmutz. Gesichtsfarbe. Ja, hau ihr noch. Ja, hau ihr noch. Ja. Ganz meine Meinung. Das ist okay. Gesicht, okay. Augen, habe ich gemacht. Braunart. Ach, Brauen. Augenbrauen. Ist nicht euer Ernst. Keine ist auch eine Idee, ne? Das sind Mundformen, der Mund ist schrecklich. Ich hätte gerne Mundvorstand. Die Nase muss auch weg. Aber Moment, Mundhöhe ist okay. Mundform. Ich will erstmal irgendwie. Vielleicht, dass sie mal lächelt? Lächelst du für mich? Nein? Verdammt, ist die hässlich. Ja, hau ihr mal so ein dickes... Ja, hau ihr mal so ein dickes Fotzenlila rein. Entschuldigung.